Aki, wann hast du angefangen mit Musik machen? Also mit Musik machen habe ich ein bisschen früher angefangen als mit Kontrabass spielen. Ich habe erst Klavier gespielt. Das war eigentlich ganz nett, nur ich wollte natürlich nicht üben. Keiner will üben. Ne? Meine Mutter, die hat mir immer eine Eieruhr aufs Klavier gestellt. 15 Minuten musste ich üben. Die habe ich natürlich dann immer vorgedreht. Ja? Habe ich immer 5 Minuten geübt, weil die Kumpels haben ja schon gewartet zum Fußballspielen. Und dann vom Klavier auf den Kontrabass. Wie hast du das irgendwo gesehen oder? Ja, das ist so kometenmäßig gewesen, weil ich war öfter in Berlin in der Philharmonie im Konzert, weil mein Vater musste da beruflich hin, der war Musikverleger. Da hat er mich halt mitgenommen. Und irgendwann war ich 15 und wir saßen da und die Bassisten, die kommen ja mal als erstes rein und spielen sich ein. Warum kommen die als erstes rein? Ja, die kommen als erstes rein, weil die in Ruhe ihren Bass stimmen. Und die tragen den ja nicht mit raus, weil er so schwer ist. Also Und der deswegen Bass ist sind schon die. auf der Bühne dann Der ist immer. schon auf der Bühne, dann kommen die rein und dann spielen die sich so ein bisschen ein und dann stimmen dieses Instrument und die sind ja einfach so schön, die Bässe, dieses viele Holz und das, ich fand das irgendwie, fand ich das super. Ne? Da habe ich den gefragt, mein Vater, sag mal, kennst du nicht einen, der Bass spielt? Dann hat er gesagt, ja, ich kenne da einen, der ist total nett, den rufst du mal an. Und das war halt zufällig so einer der besten, die es gibt, das war nämlich der Solobassist von Berlin, der Klaus Stoll. Da habe ich den angerufen und dann gesagt, ja, da kommen Sie einfach vorbei, Zimmer 117. Dann bin ich da hingefahren in die Hochschule, ganz schüchtern, ne? Hat er mir einen Bass in die Hand gedrückt und einen Bogen und dann ging's los. Der Frosch heißt Frosch, weil früher gab es diese Schraube nicht, was ich gerade erklärt habe, sondern man musste, das war praktisch fest, man musste selber den Frosch so nach hinten ziehen. Der war nur lose da dran, ja? Der war gar nicht da fest gekontert, sondern der hing nur an der Stange dran. Dann hat man während des Spielens hat man immer hier so ein bisschen stärker und ein bisschen weniger versucht, das war sehr mühsam. Auf jeden Fall gab es dann sehr geschickte Bassisten und sehr ungeschickte. Und manchmal ist dieser ganze Frosch runtergefallen. Und dann ist er so bup, 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 bup über den Boden gesprungen. Und deswegen heißt der Frosch Frosch. Ein großes Glück war, dass ich in Berlin zur Schule gegangen bin. Und dann habe ich ziemlich schnell schon nach einem halben Jahr in so einem kleinen Orchesterchen gespielt. Nach einem Jahr dann Rias Jugendorchester in Berlin. Da hat man schon Geld gekriegt. Ja. Und dann war ich in der Jungen Deutschen Philharmonie. Und das nächste Riesenglück war, ich habe dann schon ganz jung mit 21 beim Bayerischen Rundfunk mitgespielt, 2 Jahre lang einen Vertrag gehabt. Und habe dann auch wieder Glück gehabt, weil es waren, glaube ich, 3 oder 4 Kontrabassstellen in Deutschland frei. Und eine habe ich dann hier bekommen.